Ja, und morgen, liebe Jungs. Moin. Soulboy und Hiking Machine hier vom Kanal Soul Trails. Wir beginnen heute Tag Nummer 7 unseres Thru-Hikes des Westweges. Wir haben Gott sei Dank wieder recht schönes Wetter. Ja. Und wir gehen jetzt einfach mal los. Und wenn ihr Lust habt, kommt wie immer einfach ein Stück mit. Ja, nochmals einen wunderschönen guten Morgen, hier kurz hinter dem Harkhof. Wir haben bestes Wetter erwischt, Gott sei Dank. Das tut auch richtig gut nach dem gestrigen Tag. Das war wirklich eine mittlere Vollkatastrophe. Aber wie gesagt, die Leute da in dem Harkhof, die waren super nett. Unsere Sachen sind komplett trocken. Alles super gelaufen. Wir sind zufrieden. Sehr. Ja. Absolut. Aber es sind auf jeden Fall neue Regenjacken bei uns fällig. Deine sowieso, aber auch meine Regenjacke ist für stundenlanges Dauerregen auch nicht ausgelegt gewesen. Also das werde ich auf jeden Fall austauschen und mir mal die von CPEX kaufen. Muss sein. Das Gute ist, morgen holen wir einen Schirm. Genau. Wir machen ein System, also auch schon auf den anderen Steigen. Wir benutzen unser Auto immer so als Basislager. In Amerika schicken die sich immer so Pakete an Poststationen, wo sie ihre Sachen nachfüllen können. Das kann man in Deutschland halt nicht machen. Aber wir nutzen jetzt den freien Tag und holen unser Auto aus Pforzheim. Machen dann einen Resupply, haben dort genug Trekkingnahrung drin und alles drum und dran. Fahren den Wagen dann zum Titisee und haben dann nochmal eine dritte Nachfüllstation. Das klappt immer super, hat bis jetzt überall gut geklappt. Ja. Und da haben wir dann auch unseren Regenschirm drin. Den haben wir mir nicht ganz optimistisch im Auto gelassen, um Gewicht zu sparen. Aber wenn ich noch einmal Videos bei YouTube sehe, wo Leute sagen, Regenschirme haben nichts auf einer Trekkingtour oder auf einer Wanderung zu suchen. Blödsinn. Totaler Bullshit. Der hätte mir gestern so einen Arsch gerettet, der Regenschirm. Ein Regenschirm kann aus einem ultra beschissenen Tag noch einen beschissenen Tag machen. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Natürlich könnt ihr den nicht auf dem Berg, wenn irgendwie der Wind bläst, benutzen. Aber ich kann euch sagen, wir haben schon öfters die Erfahrung gemacht, bei starkem Dauerregen, das ist so zermürbend. Und Wasser findet immer seinen Weg. Ja. Nimmt einen Regenschirm mit. Lasst euch nichts anderes erzählen. Gerade unter meinem Ultralight Gear Video waren die meisten Kommentare, du brauchst keine Schaufel und du brauchst keinen Regenschirm. Und auf beide Gegenstände würde ich niemals im Leben mehr verzichten wollen. Niemals. Meine Erfahrung, aber auch nur meine Meinung. Oder unsere. Absolut. Also Regenschirm gestern, ich wäre im Leben nicht so nass geworden. Ja. Laut Wettervorhersage haben wir jetzt noch zwei schöne Tage und dann soll es leider bis kann dann wirklich komplett diesig, Regen, Wind, aber... Ja, und dann hast du nicht immer das Glück, dass du in so einem schönen Harkhof schläfst, dann bist du in irgendeiner Hütte, die isselig und zugig und kalt ist und dann musst du in dein Zelt und dann sind die Sachen morgens nämlich nicht trocken. Ja. Und wenn du dann bis auf die Unterhosen nass bist, so wie gestern, ja, da trage ich lieber für 100 Gramm Schirm. Genau. Jetzt, mal ganz im Ernst. Jetzt noch eine kleine Information zu unseren Schuhen. Wir beide tragen Salomon-Schuhe. Ich habe die Atmungsaktiven, die XA Pro 3D. Und Hiking Machine hat welche aus Gore-Tex. Ja. Das hat sich so verhalten. Ich hatte natürlich recht schnell nasse Füße. Aber dadurch, dass ich diese Superfeed-Einlagen habe mit dieser Plastik-Unterseite, hat man eigentlich nie eine nasse Sohle. Aber die Füße waren recht schnell nass. Bei dir? Eigentlich
trocken bis zum Hakov. Also ich habe eigentlich erst dort gemerkt beim Ausziehen, dass ich so leicht, es kann aber auch vom Schwitzen gewesen sein. Ja. Die sind von außen natürlich heute auch immer noch ein bisschen feucht, aber eher so um die Schnalle oben rum. Mhm. Ne? Also der Schaumstoff oben hat sich ein bisschen vollgesogen, durch die Socken auch. Ich glaube, auch da ist es im Endeffekt reingelaufen. Aber so. Aber jetzt seht ihr den Unterschied. Ich habe zum Beispiel heute trockene Schuhe. Hiking Machine Schuhe sind immer noch nass. Und das ist der Unterschied zwischen... feucht von außen. Du hast deine Schuhe geföhnt heute Morgen. Ja, so. Aber von innen sind sie trocken. Nein, der Punkt ist, worauf ich hinaus will, die Atmungsaktiven werden super schnell nass, aber ihr habt die am nächsten Tag 100% trocken. Ihr tut da ein bisschen Papier rein, ihr macht die Sohle raus, die trocknen quasi an den Füßen schon. Das ist der Unterschied zwischen Atmungsaktiven und dem Gore-Tex. Ihr müsst für euch selber herausfinden, womit ihr leben könnt. Ich kann mit diesen atmungsaktiven Schuhen super leben, habe noch nie in meinem Leben eine Blase gehabt, aber du auch nicht, ne? In den Salomons? Ne? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe ja auch die du hast. Ne? Ja. Da hatte ich ja auch auf dem Rheinsteig, genau. Bin ich ja oben in der Rupertsklamm in den Bach getreten. Ja. Als ich unten einkam an der Klamm, war es wieder trocken. Also das geht, zack. So. Findet das für euch selber hinaus oder ob ihr weiter in den klassischen Wanderstiefel laufen wollt. Es gibt da ja keine Gesetze. Aber das ist so jetzt mal ein Update von uns, so wie unser Schuhwerk sich so verhält. Ich werde bestimmt auch irgendwann mal die Gore-Tex-Schuhe von Salomon ausprobieren. Da hat auch der Markus Acker, der Fernwanderer, sehr gute Erfahrungen gemacht auf dem Olafsweg. Und das kann ich fast gar nicht glauben, dass man in Gore-Tex-Schuhen keine Blasen bekommt oder nicht schwitzt. Aber das werde ich auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Ja, liebe Leute, wir gehen auf Hausach zu. Da melden wir uns auch nochmal, wenn wir kurz vor Hausach sind. Ja, wir genießen jetzt erstmal das schöne Wetter weiterhin.
So, ihr Lieben, wir hatten einen entspannten Zero-Day. Ja. Haben unser Auto zum Titisee gebracht. Entspannt fahren. Ne? Aber das Schöne war, wir konnten dadurch, dass wir das Auto geholt haben und zum Titisee gefahren sind, konnten wir mal so ein bisschen über die Dörfer fahren und haben mal auch mal so ein bisschen jetzt was die andere Seite des Schwarzwaldes gesehen, weil so auf dem Westweg läuft man ja komplett nur durch den Wald. Und so haben wir mal so ein paar nette Ortschaften gesehen. Aber so Touri-Fallen. Aber so Mädchen mit so einer Bommelhut haben wir noch nicht gesehen. Ne? Nee, aber riesige Dinger voller hier Kuckucksuhren kaufen. Ja. Sogar in Chinesisch stand es da. Ja, also wir haben mal die Touristenseite erlebt vom Schwarzwald. Schinkenstraße. Ja. Das volle Programm. Ja, wie ihr vielleicht an unserem Schweiß sehen könnt, wir schleppen uns hier gerade den Pfarrenkopf hoch. Da gibt es eine Hütte. Wir haben ein bisschen Angst, weil es ist Samstag, dass sich da heute die Dorfjugend trifft. Auf der anderen Seite ist auch ein großes Volksfest gerade in Hausach. Man hört die Blasmusik teilweise noch bis hierhin. Eben hat uns auch eine Hikerin überholt. Vielleicht pennt ihr auch in der Hütte, so dass wir nette Gesellschaft haben. Aber das Schlimmste wird wirklich, wenn er jetzt die Dorfjugend feiern würde. Ja. Wir kriegen morgen auch Besuch von einem anderen YouTuber. Lasst euch mal überraschen, das seht ihr dann am nächsten Teil. Das ist sogar einer meiner Lieblingskanäle. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, das klappt alles, so wie wir das besprochen haben. Ja, dann hoffen wir, das Wetter spielt auch mit. Ja. Genau, das genießt noch mal so, uns das letzte Mal zu sehen in T-Shirts. Das soll jetzt wirklich komplett schlechtes Wetter geben, bis Kandern. Ja. Das tut uns leid. Wir hätten euch gerne da ein paar mehr Aussichten. Oh, es donnert auch schon. Ja. Ich höre es. Heute soll es losgehen und richtet euch mal auf Regen ein. Ja, wir melden uns noch mal, wenn wir auf der Hütte sind. Das muss eine Bombenhütte sein. Auf zwei Etagen, mit allem drum und dran, mit Feuerstelle. Wir lassen uns mal überraschen, ob da heute was los ist oder nicht. Da melden wir uns auf jeden Fall nochmal. Endlich wieder wandern, oder Hasi? Ja, prima. Das habe ich vermisst. Ja, vielleicht sind oben auf der Hütte ja auch Bommelmädchen. Immerhin haben wir jetzt Regenschirme eingepackt. Ja. Aus dem Fiasko haben wir gelernt. Und ich habe wieder meine Faltflasche dabei mit der Geheimzutat. Die wird uns heute warm halten. Ja, die wird uns warm halten. Das hier ist die legendäre Luxushütte, die Hasemann-Hütte auf dem Pfarrenkopf. Gott sei Dank, wir sind alleine, haben hier eine Bombenaussicht, aber es wird langsam schon diesig. Es grollt auch schon so in der Ferne, aber fantastisch. Hier ist eine Feuerstelle. So, ja, hier werden wir heute Nacht schlafen. Die Hütte nochmal von vorne. Jetzt zeige ich euch das Innere mal, also wirklich unfassbar, super Hütte.
So, hier sitzt schon Hiking Machine und trägt sich für uns ein oder liest. Ja, sehr schön. Ganz, ganz toll. Da haben wir sogar Teelichter, man kann sich hier schön gemütlich hinsetzen. Super. So, jetzt sind wir um eine Etage höher. Ich hoffe, das Licht reicht aus. So. So, das ist die obere Etage. Man sieht kaum was, klar. So, hier bauen wir unser Zelt auf. Dann sind wir ein bisschen geschützt, ein bisschen Privatsphäre. Hier sind sogar noch Kleiderhaken. Wahnsinn, wirklich absoluter Wahnsinn.